So, und wir machen weiter. Diesmal denke ich auch wieder an die Uhr. Ich denke, ich werde jetzt einmal versuchen, diesen Elite-Ding zu machen. Und falls ich sterbe, mache ich da drüben weiter. Weil ich will mich jetzt auch nicht ewig aufhalten. Und Gruppe suchen macht jetzt, glaube ich, auch nicht so viel Sinn. Weil wenn überhaupt irgendjemand in dem Level-Gebiet gerade online ist, hat er wahrscheinlich keinen Bock drauf oder hat das Quest nicht oder was weiß ich. Deswegen ist Gruppe suchen da immer ein bisschen problematisch. Also lassen wir das. So, da ist er. Jetzt schicke ich erstmal mein Patch drauf. Solange mein Pad hängt, könnte es funktionieren. Weil... ja. So viel dazu. Das kann ich ja gut heilen und so. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Ja doch, das könnte was werden. Der andere war ja nur so eklig, weil er einen so weggeschleudert hat. Und das war halt irgendwie... da konnte ich nichts machen. Es war ja auch nicht der Richtige, deswegen war es so einfach. Ich trottel. Es war zwar Elite, aber nicht der, den ich killen soll. Ja, ich bin doof. Es war nur die Aufwärmübung. Egal, jetzt kommt der Richtige. Der wird bestimmt auch nicht schwieriger. Solange er mich nicht wegkickt. Also wieder Pet drauf. Na, der ist ja auch nicht schwieriger. Der ist ja fast leichter als der andere. Na, außer, dass er jetzt so einen blöden Wirbelsturm macht. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ich habe kein Ziel. Oh, jetzt kommt irgendwas von hinten. Verdammt. Ich brauche ein Ziel. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Wo ist jetzt der andere hin? Toll. Jetzt habe ich irgendwie 5 an mir dran oder so. Das ist so weit entfernt. Das zählt nicht. Warum lebt er denn jetzt wieder voll? Ich laufe jetzt weg. Und versuche den nochmal. Es lief ja gar nicht so schlecht. Nur dann bin ich zu weit weggelaufen. Aber das kriege ich hin, das kriege ich hin, das kriege ich hin. Tier wiederbeleben. Ah, mein Begleiter ist nicht tot, wo ist er dann? Ich könnte mir natürlich auch tatsächlich den Bären da draußen fangen. Mit dem geht es bestimmt einfacher. Aber ich will nicht. Ich brauche was zu essen. Hab nichts zu essen. Ich kann mich betrinken. Ich glaube nicht, dass das hilft. Ich habe echt nichts zu essen, oder? Das ist ja blöd. Ich glaube, ein Wollverband heilt mich jetzt auch nicht so wahnsinnig. Gut, ich muss nur aufpassen, dass ich keinen von seinen Ads ziehe. Dann sollte das funktionieren. Ich könnte ihn in die Richtung ziehen, da ist nichts. Aber vielleicht schmeißt er mich dann da runter. Das wäre blöd. Muss ich erstmal warten, bis ich wieder lebe. Warum habe ich nichts zu essen dabei? Weil man es normalerweise nicht braucht. Na gut. Ist nicht im Sichtfeld.
Ach, egal. Okay. Du gehst da jetzt drauf. Ich kann das noch nicht wirken. Dieser Zauber ist noch nicht verheilt. Ja, diesmal klappt es aber, oder? Ich hab sogar noch einen Heil. Yay! Und tot bist du, du Napp. Kannst ja gar nichts, ey. So. Ah, es geht weiter. Tötet Terracula. Der. Den töte ich jetzt auch noch schnell. Geh weg, geh weg, geh weg. Geh weg, geh weg, geh weg. Wenn man genug Platz hat, dann geht das alles als Jäger. Weil man da sehr gut kiten kann. So, was darf ich als nächstes töten? Tötet Blutgift. Okay. Und wie am Ende gibt es nicht Epics. Ah, das Blutgift. Den muss ich bestimmt auch noch töten, Infernus. Kann ich den von hier oben töten? Ah, ich lasse es lieber mal. So. Antanken lassen und los. Ah, geh weg. Das steht immer noch auf. So. Ich kann das noch nicht wirken. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Das lädt immer noch auf. Stirbt doch endlich. Gleich noch ein Level Up dazu. Da, Infernus. So, jetzt habe ich noch einen Talentpunkt. Wo stecke ich den rein? Jagdfieber, klingt gut. Ich hoffe, das ist der letzte. Langsam habe ich keine Lust mehr. Unfair. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Na toll. Ich kann das noch nicht. Fies. Viel zu schnell wiedergekommen. Oh yeah. Ah, und mein Pet stirbt gerade. Nicht sterben. Die Bomben sind leider nicht instant. Mal Heiltrank einwerfen. Das lädt immer noch auf. Da kommt bestimmt gleich wieder der Inferno an. Greift mich wieder auf den Gott an.
Ich sehe schon, der ganze Part ist nur komische Elementare töten. Oh mein Gott. Das lädt immer noch auf. Das war knapp. Großer blauer Sack habe ich gefunden. Yippie. So, wo ist jetzt der letzte? Was ist anstrengend. Und da bin ich viel zu maximal für das Level. Wenn man jetzt dem Gebiet angepasst wäre vom Level her, kann ich da hochfahren? Wahrscheinlich nicht. Dann wären sie ja noch mal schwerer. Da bräuchte man wahrscheinlich wirklich mehrere Leute. Ich will da hochfahren. Ja, versuchen wir es mal mit Laufen. Ich glaube, es geht nicht. Gut, dann eben nicht. Jetzt muss ich noch den letzten suchen. Wo ist der? Ah, nein. Ich hasse euch. Lasst mich alle in Ruhe. Yay. Entkommen. So. Der letzte ist hier. Und ich habe kein Leben mehr. Und kein Heiltrank. Das ist nicht gut. So, ich hoffe, der ist nicht besser als der Rest. Wenn ich den nicht schaffe, dann ist es auch wieder ärgerlich. Jetzt habe ich schon alles andere geschafft. Doof. Jetzt habe ich tatsächlich schon 11 Minuten nur an diesem Quest gearbeitet. Ich hoffe, ihr findet es genauso spannend wie ich. So. Jetzt muss ich wieder warten, bis das Leben voll ist. Ladida. Wir können uns ja mal die Belohnung anschauen. Ein schöner Ring. Ja, dann nehme ich doch den Ring. Okay. Kriegst schon mal das auf den Kopf. Ich muss nur aufpassen, dass ich nicht in den hier reinlaufe. So. Huch, was macht er denn jetzt? Nicht auf mich zukommen. Er verwandelt sich in Viechers. Ah, Hilfe. Ich kann das noch nicht wirken. Das lädt immer noch auf. Yay. War auch wieder sehr knapp. Meine Nerven. Aber war lustig. Wenn ich jetzt kein Goblin wäre, wäre es schwerer gewesen, weil das natürlich hier der Raketensprung doch einiges hilft. Ich habe mich verfahren. Wo muss ich hin? Rotstellen wäre auch göttlich gewesen, aber habe ich ja leider noch nicht. Und ein Pet, das besser tankt. Dann wäre es sowieso kein Problem gewesen. Egal, ich habe es geschafft. Und habe auch nur 14 Minuten dafür gebraucht. So, dann gehen wir das Ganze ab. Dann machen wir auch das Quest. Ach ja, ich wollte ja eigentlich eine Instanz machen. Egal, mache ich dann im nächsten Teil. Was jetzt? Begrüßt den Schatten.
irgendwas tausche ich den aus. Na, keine Ahnung. Eigentlich ist der schlechter, weil der Stärke drauf ist. Aber egal, ich tausche trotzdem gegen den. Bumm. Was muss ich da machen? Sucht in Dungarok nach Beweisen für Geister. Okay. Da ist einer. Hab einen gefunden, Beweis. Hehe, die sind tot. Früher waren die hier und haben es gebracht. Hallo, Geist. Was geht euch durch den Kopf? Hey. Tötet 10 Geister von Dungarok. Kiki. Das lädt immer noch auf. Es ist wieder ein Kinderspiel im Vergleich zu eben. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Juh. Und es ist heiß hier. Ah. Mindestens 50 Grad. Ich habe kein Ziel. Ja. Da wird man nicht mehr fürs schlechte Spielen bestraft bei den Gegnern. Schlechtes Spielen. Ich setze immer den ein, obwohl ich 100% Fokus habe. So ein Schwachsinn. Schwachsinn. Yeah, Epics. Was ist das? Geisterhafte Berührung. Ihr fühlt euch unwohl. Quatsch. Ich kann das noch nicht wirken. Das Gebäude sieht aus wie das Gebäude im nördlichen Parkland. Da ist auch so eins. Ich glaube, ihr seht exakt genau da. Auch mit diesen Panzern hier. So, noch ein Geist. Ich hoffe, der ist draußen. Weil draußen kämpfe ich lieber. Oder ich nehme den mit. Auch recht. So. Hätten wir das auch geschafft. Wo ist jetzt der Geist hin? Achso, gibt es wieder da drüben ab. Den Sinn habe ich jetzt nicht. Egal. Dann schauen wir mal. Ich glaube, das breche ich jetzt mal ab. Auf das habe ich keine Lust. Schauen wir mal, ob wir hier fertig sind. So vom Gebiet her ist eigentlich alles aufgedeckt. Das heißt, es könnte sein, dass wir fertig sind. Und wie gesagt, das Arati-Hochland werde ich höchstwahrscheinlich überspringen. Ich werde mal reingucken, was da so geht. Aber ich werde dann wahrscheinlich gleich ins nächste Gebiet gehen. Genau. Wo gibt man das ab? Da unten. Ist. Ups. Möchte ich das haben?
weiß es nicht. Ich nehme es einfach mal mit. Lebt wohl. Cool. Ja, das sieht so aus, als wären wir jetzt hier fertig. Idiot, sage ich. Ah, okay. Wir sind beide Idioten. Ich bin auch ein Idiot. Gut, und da die Zeit jetzt hier schon so fortgeschritten ist, mache ich jetzt hier mal Schluss. Und im nächsten Teil gibt es, wie gesagt, eine Instanz. Bis dann.